Willkommen zurück, meine lieben Dino-Freunde. Das letzte News-Video ist zwar schon wieder eine Weile her, dennoch wurde einiges angekündigt, das wir uns heute mal genauer anschauen. Los geht's! Ja, wie bereits erwähnt, das letzte News-Video ist schon eine Weile her. Es gab auch zwischendrin keine Review. Ich habe mich leider ein bisschen blöd an der Hand verletzt und konnte deshalb auch nicht weiter aufnehmen. Ihr geht's jetzt wieder gut. Somit kann ich wieder fleißig schneiden, machen und tun und euch mit Reviews versorgen. Ich habe jetzt mal so die wichtigsten News der letzten 2 Monate zusammengefasst. Kann sein, dass ich etwas nicht mit in den News habe. Das würde aber dann wieder den Rahmen des Videos sprengen. Deshalb habe ich mich hier mal auf die wichtigsten Hersteller fokussiert. Dann gehen wir auch mal rein in die News und wir fangen mit Reebor an. Die haben zum 10-jährigen Jubiläum nochmal einen neuen YouTube-Anus angekündigt. Und zwar war das auch die allererste Figur von denen. Diese kam damals mit einer Base raus und ja, hat sich so zu den ersten Modellen ganz gut eingereiht. Tatsächlich ist es, glaube ich, die einzige Reebor-Figur, die ich nicht hier stehen habe. Trotzdem sieht das angekündigte Modell wirklich wunderschön aus. Also man kann hier absolut nichts Negatives sagen, so wie es aktuell dasteht. Gerade auch das Fell bzw. die Federn. Es sieht wirklich schön detailreich aus. Es hat kräftige Beine, wieder schöne kräftige Arme, die man bewegen kann. Auch der Kopf sieht wirklich wunderschön detailliert aus. Gerade um die Maulpartie herum. Gerade um die Maulpartie herum sieht es echt toll aus. Diese kleinen Schuppen, die vorne an der Maulspitze sind. Und das Fell geht dann hier leicht über. Einfach ein wunderschönes Modell. Ich hoffe, dass Reebor auch mal noch was zum Spinosaurus, zu den neuen V-Rex-Modellen, zu den T-Rex-Modellen sagt, weil Reebor hat hier einiges angekündigt, aber ja, es geht sehr schleppend voran. Woran es liegt, weiß ich nicht, aber ich bin gespannt, was sie als nächstes wirklich für eine Figur ankündigen werden. Weiter geht's mit Dino Dream. Die haben auch nochmal 2 kleine Ausschnitte hochgeladen. Einmal von dem Velociraptor-Diorama mit dem Raptor, der durchs Fenster springt. Da haben sie hier mal die Base gezeigt und auch den Fuß, wie man erkennen kann. Die kleinen Glasscherben, es ist wirklich wieder der Hammer, wie detailliert die an diese Figuren rangehen. Ich kann es kaum erwarten, hier volle Bilder zu sehen und nicht nur so kleine Schnipsel. Ich bin auch sehr gespannt, wie das Diorama dann in 1:15 aussieht, weil diese werden eben diese Scale haben. Und auch auf die anderen Versionen mit dem Baum und mit den 2 kämpfenden Raptoren bin ich sehr, sehr gespannt. Dann haben wir auch nochmal ein kleines Farbschema bekommen, wie sie ihren T-Rex bemalen werden, der dann passend zum Giganotosaurus-Modell ist. Er wird sehr wahrscheinlich auch wieder hohl sein, was aber auch nicht weiter schlimm ist. Dennoch sieht das Modell wirklich wunderschön aus. Gerade auch hier die Namen sind sehr schön unterschiedlich. Auf den Paintjob bin ich auch nochmal ganz gespannt, wenn ich das Teil komplett sehe oder auch wenn es vor einem liegt. Da auch beim schlafenden T-Rex-Modell die Farbe ja nicht ganz so war wie auf den Prototypen. Aber wann ist das mal so, dass die Farbe des Prototyps dann im Endeffekt auch richtig in der Serienproduktion erscheint. Ist immer ein bisschen schwierig und hat man nur ganz selten. Hiermit gehen wir dann auch nochmal zu Hammett Collection über. Hier hat Mattel nämlich den Giganotosaurus angekündigt und den Terizinosaurus. Und ich bin ehrlich, ich war am Überlegen, ob ich die Figuren verkaufen werde, beziehungsweise die gesamte Hammett Collection. Aber ich muss sagen, nach der Ankündigung, gerade der Giganotosaurus, wenn wir hier auf dem Bild schauen, er steht wirklich super da. Die ganze Skulptur sieht wirklich toll aus. Auch am Kopf, also da muss ich ehrlich sagen, das haben die wirklich klasse getroffen, das ganze Ding. Die angepassten Füße wirken auch wirklich super. Das ist halt dann auch wieder sowas, wo ich sage, gut, okay, sie steigern sich wirklich. Ich meine, beim T-Rex diese riesigen, klumpigen Füße, ja, es war jetzt nicht so von Vorteil. Aber hier muss man einfach sagen, das Giganotosaurus-Modell sieht wunderschön aus, wirklich auf den Punkt getroffen. Und man merkt, dass hier Mattel sich echt Mühe gibt, immer detaillierter zu werden. Das gleiche gilt dann auch für den Terizinosaurus tatsächlich. Also hier muss ich ehrlich sagen, es gibt bis jetzt keinen Hersteller, der einen Terizinosaurus rausgebracht hat. Und als Statuensammler selber oder als Figurensammler, sage ich mal, ist das Teil hier dann doch eine Option, wenn man einen Terizinosaurus in der Sammlung haben möchte. Da der hier auch wirklich wunderschön aussieht, auch der Kopf. Die Gestaltung, man kann sich absolut nicht beschweren. Auch die Details und die Bemalung, ja, die sehen einfach wirklich super aus. Ganz besonders die Bewegung, die man in diese Figuren hier mit reinbringen kann,
Es sieht einfach klasse aus. Und ich denke mal, zusammen werden die echt ein cooles Diorama bilden können. Das Teil scheint zu stehen. Also man kann hier absolut nichts Negatives sagen. Auch die Krallen sind bewegbar, wie ich sehe. Also was will man mehr? Ne? Deshalb sehe ich den Modellen doch schon sehr positiv entgegen. Dann wurden auch nochmal indirekt zwei Figuren vorgestellt der Hammond Collection. Und zwar, das müsste auch Delta sein, beziehungsweise es ist Delta. Hier sage ich dann wieder, okay, weiß ich nicht, warum Mattel sich schon wieder so hart auf die Jurassic World Reihe fokussiert, wenn sie nicht mal alle Figuren von der Jurassic Park Reihe rausgebracht haben. Ja, das ist dann halt wie so ein harter Cut und dann zack, nur noch World Produkte und fertig. Muss aber auch sagen, ich habe jetzt Blue noch gar nicht hier liegen mit dem Glasauge, was ich gesehen habe auf den Bildern mit diesem schwarzen Glasauge. Ja, ist jetzt nicht ganz so schön geworden. Ich hoffe, dass es bei Delta eben nicht der Fall sein wird und dass sie da einfach mit den Augen dann nochmal nachbessern. Tatsächlich haben sie dann auch noch einen Pyroraptor angekündigt. Dieser wirkt etwas dicker, also ja, man hätte ihn etwas schlanker gestalten können, da er nicht so wuchtig ist im Film. Auch die Klauen und Bemalung ja, wirken für mich persönlich nicht wie eine Hammond Collection Figur. Sieht dann eher aus wie von den normalen Figuren, die sie sonst immer so rausbringen. Deshalb bin ich von diesem Teil nicht so ganz überzeugt. Auch dieser harte Cut von Schwarz und Rot. Ja, ein bisschen Farbverlauf an den Federn, beziehungsweise an den Armen von den Federn von den Armen. Und das war's dann auch schon. Wie das Ganze dann halt aussieht, muss man sich wirklich ja, anschauen, wenn es auf dem Tisch liegt. Iron Studios hat dann auch wieder ja, eine kleine Überraschung rausgebracht. Und zwar haben sie hier wieder ein neues Icons-Modell vorgestellt. Es ist wieder derselbe T-Rex, den es schon als Icons-Modell alleine gibt. Aber diesmal mit einem Auto und es sieht wirklich echt nice aus, das Ganze. Gerade diese Base und mit dem Auto, ich verstehe nicht, warum man das nicht schon vorher rausgebracht hat und musste dann eben diesen anderen T-Rex da rausbringen. Muss ja aber auch sagen, die Leute, die sich das Icons T-Rex-Modell jetzt nicht gekauft haben, haben nochmal Glück gehabt, spart lieber oder kauft euch lieber das Modell mit dem Auto. Es sieht einfach wirklich so schön in Szene gesetzt aus. Bisschen schade finde ich, dass Iron Studios hier einfach immer dieselbe Skulptur verwendet. Sie könnten echt mal langsam wieder was Neues skulpturieren, aber ich weiß nicht. Aber solange es jetzt bei den drei Modellen bleibt, also von dem Final Scene Diorama, das Ding hier und das Icons Modell, das kleinere Icons Modell, ist es noch in Ordnung. Aber wirklich viel öfter würde ich diese Skulptur jetzt auch nicht mehr sehen wollen. Was mir hier noch gefällt und auffällt, ist, dass das Modell tatsächlich viel größer scheint als eben diese kleine Icons-Variante. Hier bin ich echt mal gespannt, ob das eine richtige 1:35 sein wird. Ich meine, klar, die sind Non-Scale. Dennoch gut vergleichbar mit einem 1:35 T-Rex oder vielleicht sogar ein bisschen größer, 1:30. Ich kann es jedenfalls kaum erwarten, das Teil hier auf dem Tisch stehen zu haben. Dann kommen wir auch zu unserem Problemkind, beziehungsweise meinem Problemkind. Es ist Nanmu Studio. Diese fokussieren sich nämlich jetzt voll und ganz auf die Smart-Serie, also die Figuren mit der Bewegung, also auf die Action-Figuren. Haben jetzt auch nochmal ein neues V-Rex-Modell modelliert, skulpturiert, wie auch immer. Ebenso auch nochmal Bilder hochgeladen, wie das ganze Teil ohne Bewegungspunkte aussieht. Und ich könnte heulen, dass die das wirklich nicht so rausbringen, wie es hier zu sehen ist, sondern dass das ganze Ding halt nochmal mit Bewegungspunkten verunstaltet wird. Wie ihr wisst, bin ich kein Fan von dieser ganzen Actionfiguren-Geschichte. Ich habe die Raptoren auch hier liegen, werde dazu auch noch eine Review machen und auch die Modelle werde ich hier vorstellen. Aber trotzdem finde ich es einfach schade, dass wir nicht mehr so skulpturierte Figuren bekommen, wie sie sie hier jetzt zeigen. Tatsächlich sollen diese bewegbaren Figuren auch irgendwie ein inneres Skelett beinhalten, das das ganze Bewegen einfach ein bisschen flüssiger macht. Und ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie das Teil dann mit den ganzen Bewegungspunkten aussieht. Nanmu hat dann auch heute nochmal ein paar neue Raptoren angekündigt, beziehungsweise sollen es zwei neue Raptorenlinien sein, die sie dann Tiger Blade und Shadow Blade nennen. Ich nehme mal an, es sind die Tigerraptoren und die Raptoren des ersten Teils, die gemeint sind. Werden natürlich wieder nur als Smart-Serie, wie es aussieht, erscheinen. Ja, viel kann man da aktuell nicht zu sagen. Die Basis sieht ja schon mal toll aus. Ich hoffe, dass sie vielleicht noch einen kleinen Sinneswandel bekommen und auch 1:15 Modelle als Statue-Version rausbringen, wie eben die Jurassic Park 3 Raptoren.
aber ich sehe da leider schwarz. PNSO hat ein Buerosaurus-Modell angekündigt. Ist ein ja, kleinerer Stegosaurus, sage ich mal. Was wir hier erkennen können, das ist wieder die typische PNSO-Farbe, ne, mit den braunen und helleren Tönen. Bis auf die Rückenplatten, die sind dann halt ein bisschen farbiger in Rot und Blau bemalt worden. Ist jetzt vorbestellbar, also wem es gefällt, der kann sich da gerne dran bedienen. Als nächstes haben wir dann Showanna Studio, und zwar kennt man die von hochwertigen Resin-Modellen, die sie halt in verschiedenen Scales rausbringen, 1 zu 35, 1 zu 18, ich glaube auch 1 zu 10. Die haben wirklich schöne Modelle, sind halt sehr teuer, weil sie halt aus Resin sind. Gibt es unbemalt und schon bemalt, die bemalten Modelle sind halt teurer. Gerade für Leute wie mich ist das dann ein bisschen schwieriger, weil ich habe halt weder die Zeit noch das Können, um so eine Figur zu bemalen. Deshalb hat auch noch keine Figur den Weg zu mir gefunden. Die haben aber jetzt eine PVC-Serie angekündigt, beziehungsweise einen PVC-T-Rex. Und der sieht wirklich meiner Meinung nach wunderschön aus. Wenn es nicht sogar der schönste T-Rex ist, den ihr als PVC 1 zu 35 Variante bekommen könnt. Also das Teil ist wirklich wunderschön. Es hat einen bewegbaren Kiefer. Eine ziemlich coole Pose. Es basiert auch auf dem T-Rex Scotty. Und wenn Showanna Studio hier noch mit den günstigeren Modellen mitmischt, wird es, glaube ich, echt schon sehr, sehr schick werden. Weil wenn man sich die anderen Modelle in Resin anschaut und wenn sie die dann auf die PVC-Linie übertragen, ja, dann können sich einige Hersteller warm anziehen, weil die sind gar nicht mal so teuer. Das PVC-Modell kostet hier, glaube ich, so $60. Was man sich auf jeden Fall noch gefallen lässt, also das würde ich zumindest jedem PNSO-T-Rex vorziehen. Ich meine, klar, bei dem Modell sieht man jetzt hier ein bisschen noch den Articulation Point, ne, da wo der Kiefer hoch und runter geht. Das hätte man vielleicht ein bisschen schöner lösen können, aber es ist die erste Figur in dieser Serie und wenn sie sich gut verkauft, werden sie wahrscheinlich noch mehr Figuren rausbringen. Deshalb bin ich da sehr zuversichtlich und ich freue mich wirklich über dieses Tyrannosaurus-Modell. Weil es ist für mich, wenn ich es jetzt hier so vergleiche mit den Figuren, die ich hier stehen habe, das schönste Modell, so wie ich es jetzt sagen kann. Deshalb, ich kann es kaum erwarten, das Teil hier liegen zu haben. Kommt aber leider erst, ich glaube, Anfang 2025 raus. Deshalb, es ist noch ein bisschen Zeit. Trotzdem, wer es schon mal vorbestellen möchte, kann das ja auf jeden Fall gerne tun. Primon Studio hat mittlerweile dann auch schon wieder einen Velociraptor veröffentlicht, beziehungsweise dass sie an einem arbeiten, haben da auch nochmal das ganze Teil ohne Farbe vorgestellt. Diesmal aus The Lost World, Jurassic Park. Ja, also an sich, die Base ist cool, die Pose ist cool. Was nicht so cool ist, ist, dass sie einfach den Kopf der ersten drei Velociraptoren genommen haben, hier nichts Neues skulpturiert haben. Finde ich einfach sehr faul, sehr frech, weil das ganze Ding, das wird halt auch nochmal wahrscheinlich wieder 14, 15, 1600 Euro kosten, wenn man sich die Preise von den anderen Raptoren anguckt. Bei den Jurassic Park 3 Raptoren sage ich noch, ja okay, lasse ich mir gefallen. Dafür hat man aber auch eine filmgerechte Darstellung der Velociraptoren. Also die sehen wirklich 1:1 aus wie in den Filmen. Wenn ich mir aber jetzt hier die ersten Jurassic Park Prime 1 Velociraptoren anschaue, dann ist es eben halt nicht so. Und da finde ich es einfach schade, dass sie sich einfach nicht die Mühe gemacht haben und den Kopf einfach neu skulpturiert haben oder skulpturiert haben lassen. Wie auch immer, ich denke mal auch, dass der Körper derselbe sein wird. Bei den Jurassic Park 3 Raptoren ist es, glaube ich, auch derselbe Körper. Aber ja, ist ein bisschen schade. Weiß ich auch nicht, ob ich das Ding hier mir hinstellen werde oder einfach mit dem kleineren Diorama von Dinodream zufrieden bin dann. Am Ende. Ne? Aber das muss dann halt jeder für sich selber entscheiden. Und zu guter Letzt hat der Lana Time Shop auch nochmal von ihrer eigenen Figurenserie Bilder hochgeladen, also von dem Utah Raptor. Und der kommt in der Größe 1 zu 35. Die Farbe ist etwas gewöhnungsbedürftig, gibt es aber auch nochmal ungepainted. Aber trotzdem, das Modell an sich sieht wirklich schön aus, das möchte ich auch unbedingt haben. Gerade diese laufende Pose, diese Dynamik, es ist einfach wirklich ein Träumchen. Klar, die Farbvariante, ich hoffe, dass da nochmal andere vorgestellt werden, wie beim T-Rex-Modell, da gibt es ja auch verschiedene. Aber an sich sehe ich hier echt positiv entgegen. Tatsächlich haben sie auch noch ein Bild von der ganzen Serie veröffentlicht. Und hier sehen die Figuren wirklich, wirklich sehr, sehr schön aus.
Also ich bin gespannt, wie sie dann rüberkommen, wenn sie komplett veröffentlicht werden. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. So, das war's dann auch mit meinem kleinen News-Video. Ich hoffe, ja, ich konnte euch noch ein bisschen was erzählen, was ihr noch nicht wusstet, beziehungsweise was ihr noch nicht so gesehen habt. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Erzählt mir doch auch gerne mal, auf was ihr euch am meisten freut. Seid ihr von irgendwas enttäuscht oder eben positiv überrascht? An dieser Stelle sage ich auch nochmal Entschuldigung, dass in den letzten Wochen gar nichts von mir kam. Wie gesagt, das ist ein bisschen schwierig gewesen. Aber ich habe hier einige Reviews, die ich jetzt auch noch vereinzelt hochladen werde. Deswegen nicht wundern, wenn ich über was spreche, was schon längst passiert ist oder was schon längst released wurde. Ja, es ist halt ein bisschen zeitversetzter jetzt, sage ich mal, aber die Reviews kommen trotzdem. Vielleicht habt ihr das ein oder andere Modell ja noch nicht stehen und entscheidet euch eben dann für dieses. Das war's mit meinen News. Ich bin hiermit raus. Also, macht's gut. Ciao.